Servus Leute und willkommen zu diesem Video. Ja, es gibt Neuigkeiten zu berichten, neue Projekte, neues Werkzeug. Wenn ihr gerne wissen möchtet, was los ist, nach dem Intro geht's weiter. Ja, wie ihr schon in der Einleitung erfahren habt, gibt's wieder ein paar Neuigkeiten zu berichten. Ich fange mal mit den Sachen an, die ihr bereits kennt. Ihr wisst den Schlachtkorser, den ich hatte. Und den habe ich ja zersägt. Und dann habe ich den zum Schrott gebracht. Und unter anderem auch den Projekt Vectra, den damaligen Projekt Vectra. Dem ist das gleiche Schicksal widerfahren. Er wurde auch kurz und klein gesägt. Und dann habe ich die beiden Fahrzeuge mal zum Schrott gebracht. Und ab dafür mal die Gewichte, was man dafür überhaupt noch bekommt. Also das Ganze geht ja dann unter Mischschrott und das kann man dann beim Metallhandel oder Schrotthandel, wie man das auch nennen mag, kann das abgeben. Ja, dann haben wir hier einmal, das war der Vectra, der hatte alles zusammen, da waren noch ein paar Kleinigkeiten, aber nicht der Rede wert, ein paar Bremsscheiben oder sowas, der hatte 330 Kilo. Und dafür gab es, sage und schreibe, 26,40 Euro. Und für den kleinen Corsa, da war damals 240 Kilo Mischrott, wie gesagt, das waren 28,80. Das ist natürlich dann auch immer ein bisschen tagespreisabhängig. Aber da kann man so sagen, für ja, zwei geschlachtete Fahrzeuge, nur der Schrott, roundabout 50 Euro, etwas drüber. Gut. Kam wieder in die Kasse für den Kanal und man kann damit wieder ein bisschen was anfangen. Apropos dazu, dann hat uns der liebe Stefan, Dr. Eiswein, cooler Name, 10 Euro gesponsert und gespendet für den Kanal. Erstmal vielen Dank dafür, Stefan, kommt natürlich dem Kanal zugute und er hat dann auch noch einen kleinen Text dabei geschrieben, dass er das Schrauben anfängt und sich da gerne dran rantasten möchte. Er hat sich einen 97er Astra F zugelegt. Super Auto, kann man viel dran machen. Und hat es günstig geschossen bekommen. Und schaut sich gerne die Videos an von dem Kanal, klar, Opel-lastig. Ja. Dann kann er da ein bisschen was lernen. Hoffe ich zumindest, dass du da ein bisschen was mitnehmen kannst, Stefan. Trotzdem vielen Dank nochmal für deine Spende. Ja, dann habe ich euch ja in der Einleitung was gesagt, es gibt neue Projekte. Ja, jetzt kommt vielleicht ein großer Aufschrei. Boah, wie kannst du? es sind keine Opel, sondern Fahrzeuge der französischen Marke oder Marken. Das ist einmal ein Renault Megane Cabrio. Ich blende euch mal ein paar Bilder ein. Und das ist wie gesagt ein Cabrio. Dann 2000er Baujahr, ist aber noch von der ersten Baureihe. Das Fahrzeug wurde angeschafft von der Besitzerin, weil sie gerne ein Cabrio haben wollte. Und wann kauft man am besten Cabrios? Natürlich Ende der Saison, das haben wir auch gemacht, wir haben uns da umgeschaut. Die Auswahl zwischen Opel Astra, also der Astra G, das Cabrio, oder der Megane. Und ja, die Besitzerin hat sich dann für den Megane entschieden. Der war auch vom Pflegezustand besser als wie das Astra Cabrio, was wir uns da angeschaut hatten. Die Laufleistung, Baujahr war eigentlich relativ gleich. Wir hatten in der Preisspanne bis 1500 Euro geschaut und sind dann da fündig geworden. Mehrere, da ging das Verdeck nicht und da war da undicht und rostig und alles. Und haben wir dann doch ein bisschen genauer geschaut. Wie gesagt, da ist dann die Auswahl auf das Renault Megane Cabrio gefallen und ist eigentlich so ein gutes Fahrzeug. Das habe ich jetzt hier. Das soll soweit fit gemacht werden. Der Service muss gemacht werden, Bremsen und solche Sachen. Und er hat kleine Fehler. Die müssen wir beseitigen.
Es gibt aber definitiv zu diesem Fahrzeug noch ein separates Vorstellungsvideo. Und das zweite Fahrzeug, was wir haben, das ist so gesehen Projektfahrzeug vom Kanal wieder. Das ist ein Citroën Xara. Der hat einen 1.8er Motor drin. Ist eine Automatik. Zeige ich euch auch ein paar Bilder. Gibt es aber auch separates Vorstellungsvideo. Ja, das Auto konnte ich relativ günstig bekommen. Und das soll auch fertig gemacht werden. Ich habe gedacht, man begibt sich vielleicht auch mal auf eine andere Fahrzeugsparte, anderen Hersteller. Ich denke auch, viele von euch wird das vielleicht interessieren. Und dass man da ein bisschen Abwechslung bekommt in den Kanal, in die Videos. Für jeden, den es interessiert, für den es wichtig ist, ist es eine kleine Hilfestellung, weil darauf baut der Kanal ja auch auf. Ja, das sind erstmal die beiden Fahrzeuge. Eventuell ist noch ein weiteres angedacht, in Planung. Das sehen wir aber noch. Das ergibt sich noch in den nächsten Tagen, Wochen, wann das Fahrzeug gegebenenfalls da sein wird. Also mit drei neuen Fahrzeugen ist erstmal zu rechnen. Ja, was haben wir denn noch? Es gibt noch was Schönes für mich. Ich habe zwei tolle Sachen gesponsert bekommen, geschenkt bekommen. Das ist einmal eine super tolle Werkzeugkiste, ein Riesenteil. Ich zeige euch das mal in dem Bild, ist ein bisschen unscharf. Ich bin sowieso hier am Umbauen, Umräumen und es sieht hier gerade noch ein bisschen chaotisch aus. Deswegen zeige ich euch das dann wirklich, wenn es so parat steht, fertig ist. Und dann könnt ihr das dann richtig schön sehen. Aber auf dem Bild kann man schon erkennen, dass man damit was machen kann. Und dann habe ich von dem gleichen Herrn, danke Henry, ein Schwerlastregal bekommen. Das zeige ich euch auch mal hier in dem Bild. Das ist zerlegt. Leider stimmt die Höhe nicht. Ich habe hier eine Deckenhöhe von ja, guten 2 Metern und das ganze Ding hat 2,35. Das heißt, da müssen wir ein bisschen dran rumbasteln. Das wird geschnitten und dann wird es neu verschweißt. Das können wir ja machen. Da haben wir das Schweißgerät da. Und dann ist das natürlich optimal für Ersatzteile einzulagern oder Verbrauchsmaterial einzulagern, dass ich mir dann wirklich ein separates Lager ausrüsten kann und da kommt das dann hin. Und das ist natürlich super und es hilft mir wirklich, weil solche Sachen sind nicht günstig, das wissen wir glaube ich alle. Und wenn man dann sowas bekommt, da freut man sich natürlich ungemein. Ja, unter anderem habe ich mir auch noch ein neues Werkzeug zugelegt. Das ist ein Bremsenentlüftungsgerät. Ich habe mich aber dazu entschlossen, dazu gibt es mal ein separates Video für euch, wo ich da ein bisschen genauer drauf eingehe. Das hilft mir natürlich, wenn ich Bremsen an Fahrzeugen ersetze. Nicht mehr mit dieser Zwei-Mann-Methode die Bremse zu entlüften. Es geht natürlich auch, klar. Man hat dabei immer ein bisschen die Gefahr, da mehr kaputt zu machen, als das überhaupt nützt. Und es ist einfacher und die Dinger sind heute mittlerweile erschwinglich, sich das zuzulegen. Und wenn jetzt so das läuft mit dem Kanal, wie es zurzeit ist, was ich natürlich auch euch zu verdanken habe, Daumen hoch für euch, die Sachen oder das Geld, was dann da reinkommt, das wird natürlich in neues Werkzeug investiert und es erleichtert mir definitiv die ganze Arbeit. Ja, so ein Bremsenentlüftungsgerät, wie gesagt, wollte ich immer ganz gerne haben und es ist natürlich super einfach damit die Bremse zu entlüften, das alles schön in Ordnung zu bringen. Ja, wie gesagt, es gibt dazu ein separates Video, Vorstellung dieses Werkzeug nur für euch. Ja, das soll es eigentlich auch schon in diesem Video gewesen sein. Erstmal Dankeschön für eure Unterstützung, Daumen hoch Leute, durch euch lebt der Kanal und es freut mich immer, wenn ihr rege an dem Kanal teilnehmt. Ihr stellt Fragen in den Kommentaren, die von euch oder auch von mir beantwortet werden. Die Leute finden eine kleine Hilfe. Das ist toll, das finde ich super. Ihr seid eine super Community. Vielen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.